Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Reaction. Lange nicht reacted. Ja, vernünftig. Eine richtig gute Folge, geht um Aquaplaning und so und wie gefährlich diese ganze Geschichte ist. Spaß beim Einschauen. Schwachen Gemüt nicht geeignet. Eure Videos. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich verstehe nicht, wieso ihr bei so einem Wetter 150 Alter. Fahren müsst, aber hey, ist euer Ding. Habt ihr gesehen, wie schnell der gefahren ist? Das ist sowas, wo ich als erfahrener Fahrlehrer, also ich bin ja lange auf der Straße, sehe ich das und denke, bist du bescheuert? Der zweite bei 2 Minuten 19. Also, verstehe ich nicht. Ehrlich nicht. Oh, 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 oh. Richtig rasiert. So, geht ja direkt schon super los. 21 Sekunden, der erste Sitz auf der Leitplanke. Seht ihr das? Habt ihr gesehen, wie das passiert ist? Ihr könnt anhand von diesem roten Auto da rechts schon erkennen, wie krass das regnet. Ihr seht, wie viel Wasser der aufwirbelt. Und es ist absolut hirnfrei, da schnell zu fahren. Also der Typ hier in dem Auto auf der Dashcam, sieht man hier unten ganz gut, fährt 151. Wenn du richtig gute Reifen hast, ist das okay. Aber das müssen schon richtig gute Reifen sein. Der Typ in dem Auto hat definitiv Glück gehabt. Noch fährt er ja vor uns. Achtet einfach nochmal drauf, was da passiert. Fahren müsst, aber hey, ist euer Ding. So, zack. Habt ihr diese Bewegung gesehen, die das Auto nach rechts gemacht hat? Habt ihr das gesehen? Aus freien Stücken macht das Auto einfach so. Zieht einfach rechts rüber. Das macht der Fahrer ja nicht extra, der sitzt ja nicht am Auto und denkt so, jo, alles klar, okay, zieh ich mal nach rechts. Sondern, ihr müsst euch das so vorstellen, Wasser kommt vor die Reifen und bremst eine Seite ab. Da, wo das Wasser halt mehr ist, wird der Reifen gebremst. Ziemlich wahrscheinlich hier die rechte Seite. So, und jetzt sitzt der Typ am besten noch so im Auto und eine Seite zieht. Dann was? Zwei Sachen. Wenn ihr schnell fahrt auf der Autobahn, generell beide Hände am Lenkrad und nicht den hier. Das könnt ihr komplett vergessen. Der Typ wird mit Sicherheit... Tippe darauf, er wird nicht beide Hände am Lenkrad gehabt haben, keine Ahnung. Eine Seite hat ihm das Wasser auf jeden Fall rübergezogen, jetzt pass auf. Der zieht rüber und hat null Chance, gar nichts. Und er hat noch richtig Glück, dass er sich nicht überschlägt. Und das ist kein schlechtes Auto. Also das Auto ist nicht alt, der hat viele Systeme drin, da ist ABS drin, ESP, ASR. Der hat richtig Glück gehabt, da hätte viel, viel mehr schief gehen können. Ich will nur, dass ihr wisst, diese Leute, denen das passiert, das sind Leute, die machen das schon. Ja, er macht schon mal warm, Blinklicht an, schön. Bleiben auch alle stehen, gucken, ob alles okay ist, völlig in Ordnung. Da die Airbags ja erst aufgehen, wenn es so richtig rappelt, dass dem Auto okay, aber das arme Auto, Yannick. War, sind die Airbags nicht sei froh, dass da nichts... Und er hat sich leider am Lenkrad den Kopf angeschlagen. Ich mir aber jetzt nein. Vorstelle, da würden noch ein paar Kids im Auto sitzen und die wären nicht richtig angeschnallt. Brauchen wir nie drüber reden. Woran hat es gelegen? Naja, wir verbinden das, was wir jetzt hier sehen, direkt gleich mit Thema 8. Das heißt nämlich andere Verkehrsteilnehmer. Und da reden wir auch über Radfahrer zum Beispiel. Nur mal, dass ihr das seht, wie das entstanden ist. Der Radfahrer, keine Aufmerksamkeit, aber der Autofahrer genauso nicht. Paragraph 1, ihr wisst das, ständige Vorsicht, gegenseitige Rücksicht. Denkt nicht, ihr habt's gewusst. Der nicht aufpasst, rasiert euch da. Guck mal. Da, die Angelrute noch hinten drin. Ja, was ein ist passiert? Kontakt, guck mal, alle Leute haben es gesehen. Und wohl, dass der Fahrradfahrer wohl 100 pro Schuld kriegt. Zwei Finger hat er gebrochen. Ansonsten, naja, ein paar Kratzer. Ne? Viele ja. Helfer waren da, sagt er. Das fand er gut. Crazy. Jeder. Fucking hell. Was passiert? Ihr seid ja ganz am Anfang eurer Autofahrkarriere. Ihr seht jetzt, wenn ich das immer erzähle, ich Steinschlag, ich glaube nicht, wir gucken uns das gleich nochmal an. Ihr seht jetzt, wenn ich das immer so erzähle, seid vorsichtig und ihr denkt mir, ja, der Rob. Jetzt seht ihr, was passiert. Da kommt ein Fahrrad, jetzt pass auf. Hat jemand einen Stein runtergeworfen? Ich glaube nicht. Jeder. Habt ihr es gesehen? Ihr müsst ganz genau hingucken. Vielleicht, wenn ich den richtigen Stoppmoment... Der fährt 191. Das ist sehr schnell, ne? Für die Jungs, da steht's auch am Tacho. Für die Jungs unter euch, die meinen, ja, bockt richtig, geht richtig ab. Eine Sekunde nicht aufgepasst. Da kommt er. Da ist er. Seht ihr den? Jetzt passt auf, was da gleich passiert. Ah, da. Da war ein Fliegeviech. Fliege, ja. So, da ist er. Und jetzt Achtung, ich spule mal ganz langsam weiter. Keine Chance.
Karglas repariert. Ja, nicht sauber. Da repariert Karglas auch nichts mehr. Was wäre passiert, wenn das ein Motorradfahrer gewesen wäre? Mal Sascha hat noch eine Slow-Mo eingebaut. Ah, fucking hell. Ah, scheiße. Was jetzt? Ah, ich hab so einen Steinadler kaputt gefahren hier. Ja, jetzt, ach, pass auf, jetzt kommt die Slow-Mo. Richtig gut dann. Was, ein Schweineadler? Ah, das Vieh ist tot hier. Ja, die ärgern sich noch ein bisschen. Der Schweineadler, man boah! Kennt ihn. So, wenn du jetzt Motorradfahrer bist, richtig zerlegt. Steht hier, deswegen bilde ich zum Beispiel keine Motorradfahrer aus. Nicht, weil ich Motorradfahrer nicht mag, überhaupt nicht. Sondern, weil ich weiß, wie gefährlich das ist. Vollkatastrophe. Seid vorsichtig. Versicherungstechnisch nachher, ne? Wenn ihr mit 250 einen Unfall baut, kommt die Versicherung und fragt, ob ihr nicht alle Tassen im Schrank habt, wenn ihr da noch rauskommt. Oi, oi, oi. Was habe ich euch gesagt? Was sollt ihr machen, bevor ihr die Spur wechselt? Seitenblick. Richtig. Ja, Seitenblick auch gemacht. Eine Sekunde zu spät, meine Freunde. Eine Sekunde zu spät. War da ein Auto? Ah, erschrocken, zurückgezogen. Ah, LKW. Ah. Sorry, mein Fehler. Einmal aufpassen. Einmal. Da. Nein. Ah, da ist einer. Ah, LKW. Ah. Toll, 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 dass niemandem was passiert ist. Mann, ey. Nein, Sascha, alles cool. Richtig cool. Oh. Ist ja mega geil, dass du... Was, ja, warum der mitgenommen. Ja, ich du weiß, warum hast völlige Freiheit hier. Aha. Regnet wieder. Guck mal da, die Schilder. Da stehen sogar rechts und links Verkehrszeichen. Ich hoffe, ihr habt die schon mal gesehen. 100 bei Nässe, 80 bei Nässe. Habt ihr schon mal gesehen? Achtet da drauf, ne? Auf der Autobahn, ihr wisst das, Richtgeschwindigkeit, ihr könnt schön fahren, alles cool. Es sei denn, da stehen so Verkehrszeichen. 80 oder 100 bei Nässe, ne? 60 bei Nässe ist schon eher selten. Ja, aber dann gibt es trotzdem Leute, nicht, so wie der Typ jetzt da auf der linken Spur, die haben das nicht richtig gelesen. Shit hier, und das ist so, der mit der Kamera fährt schon 115, da denke ich auch schon so grenzwertig. Und dann kommt so ein Vollidiot, dumm. Ja, Elisa, das ist dumm, aber jetzt überleg mal, du fährst da mit deiner Family schön auf der mittleren Spur und auf einmal kommt so ein dummer Mensch und hackt dich voll um. Ihr seht das ja, wie schnell der ist und auch er reißt nicht am Lenkrad, das macht das Wasser, das zieht ihn einfach rüber. Guck mal. Und wenn da jetzt jemand gewesen wäre, richtig weggemoscht. Ja, ich mach so, Auto mach so, bumm, Unfall. Genau. Und dann steigen so Leute immer aus und sagen, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich hab da eine Idee. Nee. Ich finde das gut, dass ihr sowas sehen könnt. Das ist halt real. Diese Fahrschulfotos, wenn ich euch die zeige, ihr seht die und sagt so, ja, Rob sagt Aquaplaning, ja, bei 80 km/h. Aber wenn ihr das jetzt seht, dann wisst ihr hoffentlich, wie spannend das manchmal ist. Also das ist nicht so, dass ihr einfach so locker Auto fährt, kein Problem. Ihr müsst aber wirklich ein bisschen aufpassen, weil ihr habt da manchmal keine Chance, also keine zweite Chance. Wenn der Typ ein bisschen zu schnell war, noch und da fährt noch einer und der knallt den weg und ein LKW fährt drüber. Saschas Videos sind einfach 10 von 10. Richtig. Genauso wie Schnitzial. Ja, kann sein. Ach ja, achso, Saschas, wie, ja, die sind Bombe. Das ist nicht klar. Die sind halt auch ideal für euch als Fahrschüler, weil damit kann ich euch genau zeigen, was da passiert. Diese Fahrschulvideos sind ja oft nicht so authentisch wie das. Toi, 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 dass da niemandem was passiert ist, ne? Aber er haut ab. Achso, ja, es wird schon alles in Ordnung sein. Genau. Spinner. Bei sowas bin ich halt auch immer geneigt, wenn ich dann aussteige und mit den Leuten spreche, ist halt immer schwierig, dass nicht die erste Frage ist, sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank, sondern immer, geht's ihnen gut? Und wenn die dann sagen, alles okay, dann kommt die Frage, sag mal, geht's noch? Aber das ist halt sowas von selber verschuldet. Du gehst auch nicht auf eine Party als Erster und klopfst dir eine Flasche Tequila rein und guckst mal, was passiert. Das brauchst du nicht machen, da kann dir jeder sagen, was passiert. Das ist das Gleiche, was die machen. Wenn da 100 steht bei Nässe und du ballerst mit 150 vorbei, klar kannst du das ausprobieren. Kannst du es auch lassen. Schlimm ist immer, wenn dann andere mit reingezogen werden. Ja, halten auf jeden Fall ein paar an, das ist schon mal gut. Ja, genau, man möchte hingehen und fragen, ob alles klar ist. Und wenn er ja sagt, direkt eine Backpfeife. So sehe ich das auch. Also es ist wirklich, ja, guck mal, der Mann macht das gut. Der ruft direkt jetzt schon an, 110, sagt dann Bescheid, wo die stehen. Ist halt auch wichtig, dass er das macht. Andi schrieb noch dazu, dass der Wagen auf der anderen Seite total kaputt war, aussah. Rad abgerissen und so eine Kacke, also er meinte total Schaden. Ja, weiß ich auch nicht, wie das passieren konnte. Ich habe dem Polizisten Bescheid gegeben, dass ich eine Dashcam
Aha. Ach krass, habt ihr gehört? Ne? Das kam da jetzt zum Unfall, ne? Er hat das durchgegeben und jetzt muss er, also will die Polizei gerne diese Dashcam-Videos haben. Ist doch geil. Also da gibt es ja auch nichts nicht aufzuklären. Da kann man einfach sehen. Was glaubt ihr übrigens, sagt die Versicherung zu ihm? Die müssen ja das Auto bezahlen. Das Auto war richtig Schrott. Ja, der hat einen Schaden, das werden die ihm wohl auch sagen, ja, ist richtig. Aber die werden versuchen, einen Teil sich davon zurückzuholen, weil das ist mehr als selbst verschuldet. Was macht er? Oh, ich glaube, der rutscht von der Kupplung ab, oder was? Ja, da ist so ein Rohr. Ja, mit so einem Auto kann man es ja machen, das merkt man nicht sofort. Gut, nehmen wir einfach mal eine Laterne mit. Ah, das war's hier mit Aquaplaning. Ach, super.